Eine ehemals häufige Fischart, die Quappe, ist heute in Nordrhein-Westfalen stark gefährdet. In den 1960er Jahren schwinden mit der starken Abwasserbelastung, der Anlage von Wehren, Begradigung und Abtrennung von Altarmen ihre Bestände. Die Quappe ist als spezialisierte Art besonders bedroht. Sie benötigt zum Laichen kaltes Wasser und Auen, die bei Hochwasser volllaufen. In diesen flachen Flutmulden wachsen ihre Jungen auch auf. Länger andauernde Überschwemmungen der Auen gibt es kaum noch. Im Oberlauf der Lippe konnte die Quappe jedoch in Restbeständen überleben. In den heute renaturierten Flussbereichen finden die Quappen offensichtlich gute Vermehrungsbedingungen. Ihre Bestände wachsen. Um Quappen aus der oberen Lippe auch in anderen geeigneten Gewässern wieder anzusiedeln, wurden Elterntiere zur Nachzucht gefangen und in speziellen Zuchtanlagen des Ruhrverbandes am Möhnesee viele tausend Jungfische herangezogen. Die Jungfische sind im Unterlauf der Lippe und anderen Flüssen ausgesetzt worden, weil die ausgebauten Gewässer eine selbsterhaltende Vermehrung noch nicht zugelassen haben.